Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Eine Bücherwoche, die ja so ein bisschen gemischt vom Wetter war, aber man merkt definitiv schon, es geht in die sonnige Sommerzeit, worauf ich mich mega, mega, mega freue. Und ja, ich sehr happy bin. Gerade der Sonntag jetzt von der Bücherwoche war wirklich absolut traumhaft. Ich war wunderbar draußen und habe die Sonne genossen, die Natur genossen, Hörbuch genossen und gelesen. Und es war ein richtig, richtig schöner sonniger Tag. Und auch jetzt gerade ist das Fenster geöffnet. Also solltet ihr irgendwie Vogelgezwitscher oder ähnliches hören, dann liegt das am geöffneten Fenster. Aber ich wollte einfach nicht die schöne Sonne, das Vogelgezwitscher aussperren und dachte, es wird euch wahrscheinlich nicht so sehr stören. Ja, es ist die vorletzte Bücherwoche vor meiner Sommerpause. In der nächsten Woche berichte ich dann nochmal über ja, die letzten Tage im Juni. Und dann geht es ja erst irgendwann im August weiter. Ich hatte euch dazu ja am Dienstag ein bisschen ein Update gegeben im Video und werde auch nächste Woche noch ein bisschen sagen, wann das nächste Video kommt. Das müsste ja dann irgendwie der 8., glaube ich, sein, August. Ich glaube, da werden auf jeden Fall die Neuzugänge kommen und wie es dann danach weitergeht, ich habe so 2, 3 Ideen im Kopf. Mal sehen, wie sich die in der Sommerpause so ein bisschen festigen und was dann kommt und wie es kommt. Und ja, das sehen wir dann definitiv nach der Sommerpause. Und auch mein eigener Urlaub ist ja gar nicht mehr so fern und auch darauf freue ich mich wirklich sehr. Ich habe eine kleine Ankündigung für den kommenden Donnerstag, für den 2. Juli. Da gibt es den Quartalstalk mit der lieben Becky. Ähnlich wie wir es schon für den, fürs erste Quartal gemacht haben, möchten wir euch da abends auch wieder einladen, mit dabei zu sein. Wir sprechen über das zweite Quartal, über Bücher, Highlights, Flops, Serien, Düfte. Alles, was uns irgendwie beschäftigt hat, wird darin besprochen. Was uns begeistert hat, was uns enttäuscht hat, seid gerne mit dabei. Ich glaube, wieder so 19:30 werden wir uns einpendeln auf meinem Kanal. Und ich freue mich sehr auf den Abend mit Becky und mit euch und freue mich da auf einen regen Austausch. Auch in den Kommentaren im Chat. Ja, ganz live. Und ich freue mich drauf, dass wir das tatsächlich noch so hinbekommen haben vor meiner Sommerpause und dass wir auch über das zweite Quartal so ein bisschen quatschen können. Ansonsten habe ich eine neue Serie angefangen, mit der ich gefühlt dann fast auch schon durch bin. Dazu dann später noch ein bisschen was. Und ich habe 4 Bücher gelesen und ich glaube, mit denen fangen wir jetzt einfach an. Ich beginne mit dem Wälzer gefühlt schlechthin, womit das einer der schwersten Bücher, die ich im Regal habe. Und zwar Harry Potter und der Feuerkelch von J.K. Rowling. Ich habe das Buch im Grunde gehört, aber mich durch die Schmuckausgabe leiten lassen. Dann habe ich den ersten Teil der Hexfiles gelesen. Hexen gibt es doch von Helen Harper. Dann Juna, habe ich hier, Juna und der Hüter der Wolken von Eric Kellen. Und gehört habe ich Time to Love von Beth O'Leary. Und das kann ich schon sagen, ihr habt ja wahrscheinlich den Hörgenuss am Donnerstag schon gesehen. Ja, das war ein absolutes Highlight. Aber wie gewohnt, chronologisch daran ändert sich auch jetzt in den Bücherwochen. Diese Woche und nächste Woche erstmal nichts. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich möchte da gar nicht so eigentlich ein Geheimnis irgendwie draus machen, aber es ist einfach noch nicht so final in meinem Kopf. Und deswegen, nachdem da noch so Ideen und Gedanken, ja, vielleicht ändert sich was, wie auch immer, das werden wir dann wirklich erst sehen. Ich habe Harry Potter zu Ende gelesen, zu Ende gehört. Und ich muss sagen, ich bin mit mir ein bisschen im Zwiespalt, wie man mit den aktuellen Aussagen von J.K. Rowling so ein bisschen umgeht, wie man da Autor oder Autorin mit den Werken irgendwie trennt. Ich möchte gar nicht so auf diese Thematik tatsächlich eingehen. Ich möchte nur sagen, dass ich in keinster Weise diese Meinung habe, wie sie J.K. Rowling vertreten hat. Ich weiß nicht, was diese Frau, die eine so wunderbare Welt geschaffen hat, in der es tatsächlich immer darum geht, dass man eben, dass jeder Mensch gleich ist, egal ob er Muggel ist, ob er Halbblut ist, ob er Reinblut ist, das ist vollkommen egal, die Hautfarbe ist egal, alles war in dieser Geschichte immer egal, wie diese Frau zu solchen Aussagen kommt. Dennoch möchte ich das Werk von der Autorin schon irgendwie trennen, weil nur weil ich weiß, was J.K. Rowling denkt oder sagt, ich finde es trotzdem schade, dass das dem Buch dann einfach irgendwie so das überschattet. Wer weiß, was andere Autoren denken oder dachten und nur weil ich es nicht weiß, ja, ich meine, es gibt genügend Autoren, die man heutzutage ein bisschen hinterfragt, aber klar,
na, kann ich verstehen, jetzt ist die Zeit eben einfach anders und wenn das jemand twittert, dann muss der Mensch wissen, was er da loslässt. Dennoch möchte ich ganz kurz etwas dazu erzählen, weil ich finde schon, dass gerade auch die Arbeitsleistung im Hörbuch von Rufus Beck gesprochen und auch hier bei den Grafiken von Jim Kay, ja, dass die natürlich schon auch irgendwie gewürdigt werden müssen. Und da das Buch wirklich sauschwer ist, blende ich euch jetzt einfach das Hörbuch hier ein. Denn ich habe das Hörbuch gehört. Es ist das zweite Mal, dass ich die Hörbücher höre. Und ich bin wirklich sehr, sehr angetan von Rufus Beck. Ich glaube, zu Harry Potter, zu dieser Welt, muss man gar nicht mehr viel sagen. Entweder man ist selbst absoluter Potterhead oder kennt die Welt. Und wenn nicht, dann will man sie wahrscheinlich auch nicht kennen, weil dann hätte man jetzt schon irgendwie 25 Jahre dafür Zeit gehabt. Also, na, das ist so meine Devise. Ich mag Hörbücher von Rufus Beck super gerne. Ich packe euch auch mal mein Band vom Buch rein Video, ich glaube von vor 2 Jahren, unten in die Infobox. Da schwärme ich ausführlichst über die Reihe. Die Schmuckausgabe habe ich zu Weihnachten bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das mit einem noch dickeren 5., 6., 7. Band lösen wollen. Ob es dann jährlich tatsächlich weiterhin die Bücher gibt. Ob man im Endeffekt auch mal irgendein Band splittet. Wer weiß das schon. Ich mag die super gerne. Es ist einfach beim Lesen, hat man so seine eigenen Bilder natürlich im Kopf. Man hat manchmal auch schon die Filmbilder irgendwie natürlich vor Augen. Und ich finde, Rufus Beck und auch die Schmuckausgabe schaffen es, dass sich die Bilder so ein bisschen auffrischen, dass sie manchmal anders sind. Und was ich wirklich toll finde an der Schmuckausgabe und den Bildern von Jim Kay, ist, dass er wirklich sehr weit wegkommt an mancher Stelle von den Filmfiguren und denen sehr nahe kommt, wie ich sie mir durch die Beschreibungen von J.K. Rowling eben vorgestellt habe. Natürlich gibt es Charaktere, die akkurat auch im Grunde meinen Bildern entsprechen, wenn ich die Filme anschaue, dass die sehr nah kamen. Gerade bei Nebencharakteren hat man vielleicht nicht jeden Charakter so vor Augen, aber Jim Kay schafft es wirklich, hier so eine eigene Welt zu schaffen. Und der vierte Teil ist ja so ein bisschen für mich kein Highlight, denn ich liebe die ganze Reihe. Es gibt für mich keinen besten Teil oder spannendsten Teil. Man merkt nur hier, dass die Düsternis tatsächlich beginnt und es so ein bisschen so ein Mittelpunkt in der Geschichte darstellt. Denn es passieren einfach Dinge im vierten Teil, die ganz extrem ausschlaggebend für den Rest der Geschichte sind. Und ich finde, das kommt hier so zu einem mittleren Höhepunkt und dann spinnt sich die Geschichte eben spannend bis zum Ende weiter. Und es passiert hier so viel und es ist so emotional, es ist düster, es ist bedrückend, es ist spannend, es ist so viel Freundschaft und Familie und ja, also es ist eine... Ja, ich liebe Harry Potter, ich liebe die Welt und das macht mir auch J.K. Rowling nicht kaputt. Das muss ich definitiv so sagen. Aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach für mich, das auch immer gedanklich so trennen zu können, weil ich das schon ganz schön heftig fand, was sie sagt und dass sie es überhaupt sagt. Meine Gedanken sind immer frei, denken kann ja jeder alles und jeder kann auch da seine Gedanken haben, wie er das möchte, aber auch so ein bisschen die Art, wie sie etwas sagt. Auch jeder darf seine Meinung haben. Das ist völlig frei. Auch ich habe meine Meinung und möchte die auch kundtun können. Und, aber es kommt immer so ein bisschen auf das Wie. Nichtsdestotrotz ein tolles Hörbuch, die ich definitiv die Hörbücher weiterhören werde. Und also auf jeden Fall auch in diesem Jahr, vielleicht tatsächlich dann auch im Urlaub. Mal sehen, wonach mir dann im Sommer so der Sinn steht. Und ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, wenn die weiteren Schmuckausgaben kommen, weil die werden definitiv auch weiter bei mir einziehen. In der Infobox findet ihr alle Informationen zu allen Büchern und wie gesagt auch mal im Band vom Buchreihen Video von vor, ich glaube, 2 Jahren, wo ich euch auch ein bisschen auf mein Regal zum damaligen Zeitpunkt zeige. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Dann kommen wir zu einem überraschenden Highlight. Ein Buch, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was ich durch 2, 3 verschiedene Bookstagram Rezensionen entdeckt habe. Begeisterte Worte auch von einem guten Freund. Und zwar Hexfiles, der erste Teil von Helen Harper. Es heißt Hexen gibt es doch. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Erschien auch nur als E-Book irgendwie im Lux Digital Verlag. Glaube ich, so hieß der Verlag. Findet ihr auch unten in der Infobox. Schaut da gerne nochmal vorbei. Das E-Book gibt es für 4 Euro. Es ist wohl in dem Verlag nicht üblich, dass das Buch dann auch als echtes Buch erscheint. Der Preis ist echt der Hammer. Also ich finde ja tatsächlich alles zwischen 4 bis 8 Euro wirklich Bombe für ein E-Book. Gerade egal ob Self-Publisher oder auch natürlich vom Verlag, finde ich das ein super Preis. Ich habe
zwei, drei positive Meinungen dazu gehört und dann eben die von meinem guten Freund, die hat es so ein bisschen herausgegeben. Zudem hat die liebe Becky, ja, mit der ich ja super gerne auch immer mal Bücher lese, hat auch gesagt, hey, ich habe das E-Book, lass es uns zusammen lesen. Haben wir natürlich prompt gemacht. Und der zweite Teil der Reihe erscheint auch bereits im September. Also man muss gar nicht so lange warten und hat dann die Geschichte auch noch sehr, sehr frisch im Kopf. Mir wäre persönlich das Cover oder Ähnlichem überhaupt nicht aufgefallen. Zudem hätte ich auch so ein bisschen beim Titel gedacht, das klingt schon sehr, sehr jugendlich. Es ist tatsächlich aber ein Highlight geworden. Wir haben hier eine junge Frau, wir haben Ivy, sie ist eine Hexe, eine Magierin, die aber das Leben irgendwie als normaler Mensch vorzieht. Sie ist Taxifahrerin und am liebsten chillt sie nach der Arbeit auf der Couch bei Netflix und Chips und lässt sich das Leben einfach gut gehen. Sie ist so gefühlt sehr bequem, sehr faul, ein bisschen, ja, einfach ja, entspannt unterwegs, was ich gar nicht negativ finde, aber erkennt man tatsächlich eher selten aus Büchern, dass Charaktere so ein bisschen sind. Sie freut sich jeden Tag auf den Feierabend, ist sehr gut mit einer Nachbarin von sich befreundet, dafür sorgt sie gerade die Katze, hat selbst auch einen Kater, dem sie so ein bisschen das Sprechen beigebracht hat. Der Kater kann nämlich irgendwie sagen, ob er kuscheln will, ob er Futter möchte oder ob er gerade sauer ist und sie ihn einfach in Ruhe lassen soll. Das ist immer recht lustig, diese Unterhaltungen. Und ja, eines Tages ist sie in der Wohnung ihrer Freundin, weil sie da den Kater, die Katze versorgt. Da stehen zwei Leute vor der Tür und zack, wird ein Bann geschlossen zwischen ihr und ja, ja, einem fremden Mann, der eben auch ja, zu der Gilde gehört, der Magier, der Hexen. Ja, und die beiden haben jetzt einen Bann. Sie war aber gar nicht gemeint, sondern eigentlich ihre Freundin, die eben ja jetzt hier den ja, Magier Winter helfen soll, bei Fällen zu lösen. Da er ein bisschen schwierig ist, musste man zu diesem Bann greifen und er hält irgendwie 3 Monate. Die beiden dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein. Wenn sie an einem Fall arbeiten, müssen sie auch immer miteinander agieren und ja, so kommt es, dass sie zwangsmäßig irgendwie in ihre alte Welt zurückgeholt wird, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte. Die Gründe werden uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen erzählt. Und der Bann, der sie jetzt eben mit Agentus Winter verbindet, ja, bringt Ivy so ein bisschen in die ein oder andere Bredouille. Denn es gibt einen Diebstahl in der Bibliothek, es gibt einen Mord und wir haben hier so ein bisschen einen Krimi-Fall, der aber wunderbar verpackt ist in dieser magischen Welt. Und ich möchte zur Story auch gar nicht so viel mehr erzählen, weil ich einfach die Geschichte, ich fand die einfach großartig. Sie wird in der Ich-Perspektive erzählt, das heißt, Ivy erzählt uns die Geschichte ganz aktiv und das war für mich wirklich ein Highlight. Ich liebe die Ich-Perspektive, ich fand die hier perfekt gewählt. Sie hat hier wunderbar reingepasst, dass wir ihre Gedanken haben, ihre Sicht auf die Dinge, ihre Dialoge, ihren Austausch, ihre, ja, alles von ihr, das hat so, so gut in die Story gepasst. Es hat das ein bisschen spezieller gemacht als vielleicht, ja, andere Geschichten. Die Ich-Perspektive trifft man ja nicht ganz so häufig. Es ist auch kein klassischer Jugendroman. Ich denke, dass den wirklich gefühlt jeder lesen kann, der so ein bisschen was mit Magie, mit Hexen, mit Krimi, ja, im Grunde zu tun hat. Und mich hat diese Geschichte total geflasht. Sie hat einen großartigen Humor. Er ist sehr spitz, er ist manchmal ironisch, ein bisschen sarkastisch. Und ich fand den Humor großartig. Ich mochte die Dialoge zwischen Winter und Ivy. Ich fand es großartig, dass da Katzen sprechen und Gefährten sind. Und auch wie diese ganze Magierwelt funktioniert, wie Hexen funktioniert, wie das mit den Runen ja, so zusammenhängt. Ich habe so viel gelacht, ich habe so viel geschmunzelt. Ich war total angetan von dieser Geschichte. Zudem war es dann ein spannender Fall, den man zusammen eben mit Ivy und Angus Winter, dann Agentus Winter, auch lösen möchte, muss, sollte, wie auch immer. Man ist da mit drin, man rätselt mit, man fragt sich, man lacht unglaublich, als Ivy irgendwann sagt, oh, der hatte gelbes Lipper an. Kann man dem trauen? Es war einfach wirklich es war einfach nur großartig. Auch das Knistern zwischen den beiden, von der Abneigung hin zu ein bisschen, wir geben einander recht und unterstützen einander, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war überhaupt nicht viel. Ich hatte mir beim Lux Verlag tatsächlich ein bisschen mehr Liebesromantik vorgestellt, das tatsächlich ist ausgeblieben, was ich richtig, richtig gut fand. Ich fand die Neckereien und Anspielungen der beiden aber richtig großartig dosiert, es hat einfach gepasst, man konnte sich das vorstellen, dass die beiden wirklich diese Dialoge führen, dass die sich aufs Korn nehmen, dass die sich so ein bisschen veralbern und ich fand das wirklich einfach richtig,
richtig toll. Ich hatte so, so viel Spaß. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Natürlich erwartet man, wenn man von einem guten Freund so einen Buchtipp irgendwie bekommt, denkt man sich, ja, wenn ihm das gefällt, könnte das auch was für mich sein. Aber so ohne Erwartung ran, und es hat mich so umgehauen. Ich habe jeden Leseabschnitt genossen. Es hat unfassbaren Spaß gemacht. Auch der Austausch mit der lieben Becky war wieder richtig, richtig toll. Und ich mag das einfach. Ich mag es, Bücher zusammenzulesen, mich auszutauschen und mich einfach so überraschen zu lassen von einem Buch. Ja, es war großartig. Für mich wirklich ein überraschendes Highlight. Super unterhaltsam. Die Ich-Perspektive war perfekt. Und die ganze Story spannend aufgebaut, logisch, mit Runen, mit Magie und Hexerei. Und ich fand's toll. Und am Ende gibt es etwas, ich werde nicht spoilern, was mich so zum Lachen gebracht hat, dass ich echt dachte, es war echt eine grandiose Szene. Ich bin mega gespannt auf Band 2, bin super neugierig, wie es weitergeht, freue mich auf September und werde da auf jeden Fall den zweiten Band lesen. Und weiter geht es mit dem neuen Buch von Erik Hellen, Juna und der Hüter der Wolken von, ja, Erik Hellen. Ein wunderschönes Cover, wie ich sagen muss. Ich bin ja schon seit langer, langer Zeit ein großer Erik Hellen-Fan, angefangen mit der Nimmerherz-Reihe, jetzt mit der Lichtsplitter-Saga, wo er mit Miram Valentin zusammenschreibt. Und ja, als er mir erzählt hat, er hat ein neues Buch und das hat dieses geile Cover, da wusste ich, ich muss das lesen. Ich muss da nicht mal einen Klappentext kennen, weil ich weiß einfach, dass mir der Stil von Erik Hellen so, so gut gefällt. Und wer tolle High Fantasy sucht, ist bei Erik Hellen auf jeden Fall immer richtig, egal ob mit der Nimmerherz-Reihe oder der Lichtsplitter-Saga. Ich kann da nur, kann ich absolut nur empfehlen. Diesmal hat er eine Art Märchen geschrieben, aber nicht so ganz klassisch, sondern mit seinem besonderen Flair. Wir befinden uns bei der Geschichte von Erik in einem ja eher asiatischen Setting, was ein bisschen untypisch für ihn ist, weil man ihn ja sonst tatsächlich eher so nordisch angehaucht kennt. Und ich war sehr neugierig, wie er das hier so ein bisschen verpacken wird. Wir sind im Kaiserreich Chiron und dort lernen wir als erstes Juna vom Volk der Niwei. Ich hoffe, man spricht das so aus, kennen, die leben auf der Insel Wu. Und da merkt man schon, da bin ich total in meinem Element. Ich liebe so High-Fantasy-Begriffe. Ich bin da, ja, großes Kino, das kann man schon mal dazu sagen. Und sie lebt in einem Baumhaus auf einem der Baumriesen. Ihre Mutter war fest davon überzeugt, dass der Wind ein wunderbarer Geschichtenerzähler ist, während ihr Vater das Meer liebte. Und ach, da konnte ich mich nur, ja, auf jeden Fall wiedererkennen. Dann treffen wir auf Shai. Sie ist die Prinzessin von Chiron und sie lebt auf dem Festland in der Hauptstadt. Allerdings sieht sie tatsächlich gar nicht so viel von dieser Hauptstadt, denn sie wird von ihrem Vater im Grunde in der Wohnung in einem Zimmer gehalten oder ihr Leben, ja, nicht direkt in einem Zimmer, sie hat, glaube ich, 2 oder 3 Zimmer zur Verfügung, aber sie ist so ein bisschen eingesperrt in einem goldenen Käfig. Ihr Vater ist ihr nicht so richtig nah, eher so eine Art unbekannter Schatten, ja, der immer mal auftaucht, der ihr Leben bestimmt, aber wenn er gute Momente hat, ihr eben auch so geheimnisvolle Geschenke macht. Die beiden haben ein gewisses Band, was sie verknüpft, also Juna und Shai, und ja, diese verknüpfte Reise lernen wir in dieser, ja, wahrlich märchenhaften Geschichte kennen. Und es ist ein absolutes Highlight. Es ist unglaublich, wie toll dieses Buch ist. Wie sehr mich die Geschichte von Juna und auch Shai, wie sehr mich das berührt hat, wie sehr mich das begeistert hat, gefesselt hat, mitgerissen hat. Und Erik hat es einfach drauf. Und ich finde, er wird viel zu selten lobend irgendwie auf Bookstagram oder Booktube erwähnt. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil seine Bücher sind wirklich großartig. Also es ist High Fantasy at his best und es ist wirklich großes Bücherkino. Und auch wenn wir hier ja ein bisschen märchenhaft unterwegs sind, mit diesen beiden etwas jüngeren Charakteren, die ein bisschen asiatisch unterwegs sind, es ist einfach High Fantasy, wie ich sie liebe, und er kann die einfach großartig erzählen. Es ist eine wunderbare Geschichte mit, ja, auch seinem typischen Humor, den ich immer wieder entdecke und auch so ein bisschen mitschmunzeln und auch lachen kann. Es hat aber hier auch sehr traurige Momente und das ist immer so ein bisschen das Bittersüße, was man ja durchaus auch aus der Nimmerherz-Reihe kennt. Und es ist immer wieder schön, mit ihm und seinem Stil mitzugehen. Es ist und auch sehr emotional, wie er uns dahin führt. Und
Ja, die Geschichte ist farbenprächtig erzählt. Es ist eine Atmosphäre, die ist mystisch und opulent und sie ist groß und sie hat so, so viel. Und mitunter ist sie jedoch auch ein bisschen nachdenklich und mal ein bisschen ruhiger und ein bisschen melancholisch und so ein bisschen in sich gekehrt. Und die Bande der beiden, wie die so verknüpft sind. Ich finde, man hat hier ja alles, was man tatsächlich aus so einem Märchen auch kennt, weil Märchen hat gefühlt auch alles, was das Leben so ein bisschen hat. Auch wenn die beiden Mädchen unfassbar viel durchgemacht haben und auch noch durchmachen und durchmachen müssen, sind sie stark und sie sind mutig und sie sind unfassbar beeindruckend. Erik hat hier Charaktere wirklich erschaffen, die man beneidet, die man toll findet, die man, wie man sein möchte, wo man sagt, die geben einem so viel Kraft und Mut und hinterlassen etwas in einem. Und das hat er wirklich, ja, großartig gemacht. Es stellt sich in der Geschichte so ein bisschen auch die Frage, wie geht man bei Verlusten um oder auch mit schweren Zeiten, dass man ja da einfach auch Kraft rausnehmen kann, dass man nicht aufgeben soll und was einen auch nicht aufgeben lässt. Denn er gibt uns hier Dinge indirekt durch die Hand, wo man denkt, dafür lohnt es sich, weiter zu kämpfen. Und man muss kämpfen und man soll kämpfen und man soll es aber nicht als sollen oder müssen mitnehmen, sondern man soll da Kraft dabei haben, während man muss und soll. Und wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also, es passte für mich jetzt auch perfekt in die heutige Zeit. Es passt dafür, dass man für sich und sein Leben und das Leben, wie es da draußen eben auch einfach ist, einfach kämpft und dass man ist und man positiv dabei ist und es auch so als Geschenk nimmt. Und oh, es hat mich wirklich sehr mitgerissen, es hat mich sehr berührt, es hat mich unfassbar begeistert und ich fand auch diese zum Teil maritime Atmosphäre, die da vorhanden war, das war richtig, richtig toll. Und wir haben Beschreibungen über das Wasser, die Schönheit und auch die Gefahren des Meeres. Und überall, wo Meer ist, bin ich ja zu Hause und ich habe förmlich die Seeluft gerochen. Und dann gibt es natürlich auch nur so einen kleinen magischen Teil, der die Geschichte dann doch so ein bisschen märchenhafter wieder erschafft. Und auch eben tatsächlich diesen Teil der Weitwelt, wo man ganz besondere Orte findet. Und ja, ich fand's großartig. Ich fand das Hammer. Also ich weiß nicht, wie es Erik macht, dass er mich mit all seinen unterschiedlichen Geschichten so packt, so begeistert, mir immer wieder Charaktere vor die Nase setzt, die mich fesseln, die mich berühren, mit denen ich mitgehe, mitfiebere, mitleide, mich mitfreue. Und ja, ich fand's großartig. Also es ist großes, großes Bücherkino und ich kann das wirklich nur empfehlen. Und man sollte sich nicht von dem Begriff Märchen vielleicht irgendwie abhalten lassen, sondern ja, es einfach, ja, als das nehmen, was es ist. Einer wunderbaren Geschichte, ja, die mir wirklich ganz viel in mir ausgelöst hat. Wo ich eigentlich zu viele Worte habe, die so raus wollen und gleichzeitig fehlen mir aber die Worte, weil ich so nachdrücklich begeistert bin. Und ja, großartig. Wunderbares Buch, tolle Geschichte. Und auch wenn die ein oder andere Frage vielleicht am Ende offen bleibt, ja, finde ich das aber gar nicht so schlimm, sondern tatsächlich, ja, überraschend anders, schön. Und ja, es ist wohl ein Einzelband, also für mich hat das klar ein Ende. Ich glaube auch nicht, dass er hier eine Reihe geplant hat. Ja, wunderschön. Großartig. Also großes, großes Bücherkino. Und das letzte Buch der Woche ist dann ebenfalls ein Highlight. Was für eine geile Woche. Also ich muss das echt sagen, ich war so im Leseflow und mir hat das so, so gut gefallen. Ja, ist dann Time to Love von Beth O'Leary, was ich euch ja bereits als meinen Hörgenuss am Donnerstag vorgestellt habe. Der Hörgenuss ist ja immer am letzten Donnerstag des Monats und ein paar andere Booktuber-Mädels und ich stellen euch ja hier ja Hörbuch, Buchtipps, Podcast, Hörspieltipps vor. Schaut in die Infobox, da ist die Playlist immer verlinkt und ich packe euch auch mein Video jetzt zum aktuellen Video zu Time to Love einfach in die Infobox, weil ich da sehr ausführlich über das Buch bzw. Hörbuch gesprochen habe. Ja, im letzten Jahr war Love to Share ein absolutes Highlight für mich. Es war eine wunderbare Liebesgeschichte von Beth O'Leary und ich habe auch hier wieder das Hörbuch gewählt, ähnlich wie im letzten Jahr, weil ich wusste, dass ich es einfach auch als Hörbuch sehr lieben werde. Es gibt zwei Sprecherinnen, Gabriele Blum und Marette Brettschneider, die auch die beiden Protagonisten der Geschichte sprechen. Und es wird auch im nächsten Jahr ein neues Buch von ihr herauskommen, der nennt sich jetzt aktuell Road Trip.
Ich bin mega gespannt, was da passiert und ich würde es am liebsten direkt jetzt schon lesen. Ich möchte tatsächlich gar nicht so viel zur Geschichte erzählen, weil ich im Hörgenuss wirklich sehr geschwärmt habe und ihr könnt gerne einfach zu dem Video gehen. Da erzähle ich sowohl was zur Handlung, wie auch wie es mich begeistert hat, aber da natürlich die Bücherwoche auch mein Videotagebuch ist, muss ich ein bisschen was darüber schon erzählen. Wir treffen auf Lina, die vor einem Jahr ihre Schwester an Krebs verloren hat, seitdem so ein bisschen sich verkracht hat mit ihrer Mutter, so unter Trauer leidet, ihr Leben ihr so ein bisschen nebenbei lebt und die total in ihrem Job aufgegangen ist, dort ihre Ablenkung sucht, auch so ein bisschen ihre Trauerbewältigung, und nachdem sie ein ganz katastrophales Meeting hat, wird sie von ihrer Chefin in den Zwangsurlaub geschickt. Sie soll sich jetzt 2 Monate ausruhen und ja, so reist sie einfach zu ihrer Oma raus aus London in die ländliche Gegend und trifft aber ihre Oma, auf ihre Oma, die sie liebt, mit der sie auch den Namen unter anderem teilt. Ihre Oma wird Eileen genannt und sie heißt auch so, wird aber Lina im Grunde nur genannt. Und so unterscheiden sich die beiden dann auch so ein bisschen. Und ja, die Oma ist Ende 70, möchte nach der Trennung von ihrem Mann auch einfach nochmal so ein bisschen eine Liebe kennenlernen und hat aber keinen Bock auf die Männer in dem Dorf. Und so tauschen beide kurzerhand das Leben. Die Oma Eileen fährt nach London in die Wohnung ihrer Enkelin und will dort die Dating-Szene kennenlernen und einen Mann finden. Mal sehen für was. Und Lina bleibt in dem kleinen Dörflein und ja, übernimmt so ein bisschen die Rolle ihrer Oma. Und es tauschen sie 2 Monate die Wohnungen und mal sehen, was so passiert. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, denn wenn man einmal Veränderungen herbeiruft, dann darf man sich nicht wundern, wenn sich tatsächlich auch etwas verändert. Und es war eine großartige Geschichte. Es ist keine Liebesgeschichte, es ist tatsächlich eher diese Lebensgeschichte dieser beiden Frauen, die irgendwie sehr ähnlich sind, aber doch auch unterschiedlicher nicht sein können, die 2 Generationen auseinander sind, die 50 Jahre trennt, ja, und die beide eigentlich etwas ganz anderes suchen, aber eigentlich suchen sie doch irgendwie nur nach etwas in sich. Sie suchen diese Trauerbewältigung über den Tod der Enkelin, der Schwester. Dazwischen haben wir auch noch die Mutter von Lina, die Tochter von Eileen, die auch mit beiden so ein bisschen natürlich ihren Austausch hat. Wir lernen das Städtchenleben kennen, die Nachbarn, bei denen Lina jetzt sozusagen der Ersatz für die Oma ist. Natürlich auch die Charaktere, die sie aus ihrer Kindheit, Jugend kennt. Gleichzeitig sind wir in London unterwegs und gehen mit einer End-70-Jährigen so ein bisschen auf Dating-Tour und es war einfach nur großartig. Es hatte Humor, es hatte Emotionen, es hatte Traurigkeit, es hatte Spaß, es hatte Lebensfreude, es hatte so, so viel und es war auch wirklich wunderbar gesprochen durch die beiden verschiedenen Stimmen. Konnte man sich diese Charaktere bildhaft vorstellen und man ist so mitgegangen. Ich habe das weggesuchtet wie nichts. Ich habe das so genossen zu hören, die Veränderungen der beiden Charaktere zu erhören, diese Entwicklungen, die beiden machen. Und ich finde auch, dass dass Beth O'Leary es geschafft hat, dass beide ihre eigenen Stimmen hatten. Das heißt, wenn Lina dachte oder sprach, klang das definitiv anders, als wenn ihre Oma Eileen gesprochen und gedacht hat, was ich sehr bemerkenswert finde. Das fand ich schon bei Love to Share großartig, dass wir hier den Protagonisten und eine Protagonistin hatte und beide auch schon ein bisschen unterschiedlicher waren. Es war ein großartiges Hörbuch, es ist eine Wahnsinnsgeschichte, es hat mich total gepackt, ich habe wirklich gelacht, ich habe geweint, ich saß am Ende schluchzend tatsächlich da und dachte, jetzt ist es auch schon wieder zu Ende und es war einfach so, oh. Ja, also es ist perfekt, es ist eine Wahnsinnsgeschichte, ich weiß nicht, wo Beth O'Leary diese Kunst so hernimmt, ich finde, sie macht das echt großartig und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr auf Roadtrip und bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Und Time to Love wird definitiv auch noch als echtes Buch bei mir einziehen. Wahrscheinlich werde ich mal ein paar Payback-Punkte bei der Thalia lassen und mir dieses Büchlein holen. Vielleicht warte ich noch die Mehrwertsteuerreduzierung ab 1. Juli ab. Ja, macht dann irgendwie 30 Cent wahrscheinlich aus, aber oder auch nicht. Ist das überhaupt zu viel? Wahrscheinlich, ne? Aber nicht viel mehr. Aber egal. Bin sehr gespannt, wie das im Übrigen tatsächlich in der Bücherwelt aussehen wird, wenn es von 7% ja auf 5% runtergeht. Ja, das sind, glaube ich, sogar nur 2% in dem Fall, nur von den 19 auf den 16. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also absolutes Highlight. Schaut im Hörgenuss vorbei. Lasst euch da inspirieren und ich kann auch wirklich sehr das Hörbuch empfehlen.
4 Bücher, 4 Highlights. Ich finde, besser kann eine Woche überhaupt nicht laufen. Ich war wirklich total im Leseflow. Ich hatte so viel Spaß diese Woche beim Lesen. Und dann kam auch noch eine neue Serie dazu, beziehungsweise die 3. Staffel einer Serie, die ich sehr, sehr mag, und zwar The Sinner. Hier haben wir in der 1. Staffel, ja, ich glaube, eine Buchverfilmung gehabt von Petra Hammersfahr, wenn ich mich nicht täusche. Die 2. Geschichte ging dann in eine ganz andere Richtung. Wir haben aber immer den Detective Ambrose, der alle 3 Geschichten sozusagen begleitet. Und jetzt ist die 3. Staffel, ich glaube, Freitag gestartet, und ich kam dann, glaube ich, Samstag zur 1. Folge. Sonntag habe ich, glaube ich, auch eine Folge geschaut. Heute ist Dienstag und ich habe nicht mehr viele Folgen. Ich habe den Absprung irgendwie nicht geschafft. Ich kann schon mal so viel sagen, dass es schon sehr düster ist. Es ist sehr brutal, es ist sehr unterschwellig, grausam. Und das Schlimme ist tatsächlich, dass wenn man sich mit den Themen da drin beschäftigt oder die einem bekannt vorkommen oder man gerade manches bekannt vorkommt durch Nietzsche und Dantes göttlicher Komödie, dass man manchmal denkt, so blöd sind die Gedanken und Ansätze gar nicht, und dann grusel ich mich vor mir selbst und vor meinen Gedanken, weil ich denke, kann ich, darf ich, soll ich das eigentlich, dass dieses Düstere, dieses Dunkle, wie ist das, wenn ich das gut finde? Also ich bin tatsächlich selbst über mich erschrocken. Ich bin an mancher Stelle ganz, also es geht mir an mancher Stelle sehr nah und es überstürzt, also es rennt über mir drüber und nimmt mich sehr mit an mancher Stelle. Und dann wünschte ich mir, ich hätte einfach nach der 1. Folge aufgehört, weil es mich auch in den Schlaf tatsächlich seit Samstag bzw. Sonntag verfolgt. Also ich habe die letzten 2 Nächte nicht so gut geschlafen. Das finale Fazit möchte ich erst geben, wenn ich die Staffel beendet habe, weil man weiß ja nie, was noch in den nächsten 2-3 Folgen passiert. Es ist für mich sehr harter Tobak und bringt mich weit über die Grenzen hinaus. Allein mit meinen, ich verstehe diese dunklen Gedanken und weiß nicht, ob ich das gut finde, dass ich es verstehe. An vielen Stellen. Ja. Ja, so viel dazu. Mehr nächste Woche und mal sehen, wie es mir bis dahin dann auch so ein bisschen geht. Wobei ich habe nicht mehr viele Folgen, am Ende kann ich dann doch 2-3 Nächte vielleicht gut schlafen. Ja, das war es tatsächlich auch schon zu der Woche. Gotham habe ich tatsächlich in der Woche gar nicht geschaut. Ich war mit einem Tauschkonzert beschäftigt und mit Lesen und mit Rausgehen und Sonne. Und hat aber jetzt nichts zu bedeuten, weil ich man kann ja nicht alles, ne? Der Tag hat nur 24 Stunden und das Dinner ist dann so ein bisschen dazwischen gekommen. Aber ich denke, dass Gotham auf jeden Fall dann auch im Urlaub und auch vorher dann in der Pause dann sozusagen dann schon ein bisschen weitergeht. Aber soweit die Bücherwoche. Am Donnerstag gibt es den Hangout. Seid da gerne mit dabei. Ich freue mich und ich glaube, so viel mehr gibt es tatsächlich gar nicht zu der Woche zu erzählen. Nein, ich freue mich auf die Bücher, die ich jetzt gerade irgendwie so lese, und auf die 3. Staffel des Sinner, die dann zum Enden. Bin mega gespannt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Bin natürlich auch sehr neugierig, was ihr gerade so lest, was euer letztes Highlight war. Ab in die Kommentare damit. Würde ich mich sehr, sehr freuen, das so ein bisschen von euch im Austausch zu lesen. Bin ich auch immer sehr neugierig, was ihr gerade lest, schaut, was war ein Highlight, was ein Flop. Lasst mich das gerne mal wissen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.